Als nächste Rednerin am Wort Christiane Brunner, Umweltsprecherin der Grünen. Sehr geehrter Herr Finanzminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich habe mir das Finanzrahmengesetz angeschaut, und zwar vor allem mit Blick auf wichtige Zukunftsinvestitionen, insbesondere vor dem Lichte des Klimavertrags von Paris. Der Klimavertrag gibt uns ja eine ganz klare Zielsetzung vor. Bis zum Jahr 2050 müssen wir unsere Wirtschaftsweise, unsere Lebensweise, unseren Lebensstil unabhängig gemacht haben vor dem Ausstoß von Treibhausgasen. Das ist eine große Aufgabe, und die werden wir nur meistern, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren die entsprechenden Weichen stellen. Und es ist ganz klar, nach Paris ist nicht vor Paris. Das ist etwas ganz was anderes, und entsprechend sollte sich das in unseren Entscheidungen hier niederschlagen. Schon vor der Klimakonferenz in Paris, in den letzten Finanzrahmengesetzen, die wir gesehen haben, ist der Bereich des Umweltbudgets immer weiter runtergeschrieben worden. Die ersten Auswirkungen haben wir auch gesehen im Budget für das Jahr 2016. Ich glaube, es ist bekannt, ich sage nur stichwortartig, die thermische Sanierung halbiert, Umweltförderung im Inland gekürzt, Klima- und Energiefonds gekürzt, Förderung für wasserökologische Maßnahmen gestrichen, gibt es nicht mehr. Also das sind alles Entscheidungen, die uns nicht nur dem Ziel nicht näher bringen, sondern uns im Gegenteil sogar weiter davon wegführen. Wenn man sich jetzt den Finanzrahmen für der bis zum Jahr 2020 reicht, anschaut, dann wird dieser Trend fortgesetzt, einfach linear weitergeschrieben. Und Herr Finanzminister, ich halte das für grob fahrlässig, hier diesen wichtigen Zukunftsbereich so zusammenzustreichen. Es ist unverantwortlich, was die Herausforderung des Klimawandels angeht. Es ist aber auch völlig widersinnig und unverantwortlich, was die Sicherung des Standorts in Österreich angeht und auch die Unterstützung für den Arbeitsmarkt in Österreich. Denn jeder, also ich kann es nur am Beispiel der Umweltförderung im Inland sagen, jeder Euro, den wir hier in diese Programme investieren, kommt zurück, und zwar mit 5,7 Euro wieder zurück ins Budget. Also es ist nicht nur eine Umweltschutzfrage, eine Klimaschutzfrage, sondern vor allem auch eine Standort- und arbeitsmarktpolitische Frage. Und ich halte diesen Finanzrahmen nicht für zukunftsfähig. Ich fordere daher alle Kolleginnen und Kollegen noch einmal auf Sie, Herr Finanzminister, auch die neu aufgestellte Bundesregierung. Überdenken wir das. Es wurde ein Neustart angekündigt. Wir haben in der Klimapolitik, braucht man einen generellen Neustart. Da beginnen wir nicht nur bei Null, wir müssen sogar noch aufholen. Wir Grüne haben unterschiedlichste Maßnahmen beantragt. Einmal die Streichung aller klimaschädlichen Subventionen, für die der Staat immer noch Geld ausgibt. Eine ganze Reihe von Maßnahmen, die zu setzen sind, angefangen von der Ökologisierung des Steuersystems über viele andere Maßnahmen, die wir alle seit Jahr und Tag kennen, wo wir investieren müssen, die wurden allesamt in den Ausschüssen, egal in welchem Ausschuss, vertagt. Von der Bundesregierung habe ich noch keinen Vorschlag zur Umsetzung des Klimavertrags wahrgenommen. Das erwarte ich mir so schnell als möglich. Wir sind bereit, auch konstruktiv zusammenzuarbeiten. Einen Tipp habe ich noch an die neue Bundesregierung. Österreich braucht dringend ein eigenständiges, starkes und engagiertes Klima-, Energie- und Umweltministerium. Danke.